Wenn das die Welt ist, dann werde ich sie verändern. Also gut, dann greifen wir heute Abend an. Heute noch? Dort. Wenn ich ihm den Weg nach Rom versperre, weil ich sein Schwiegervater bin, kann Karl mir nur zusehen, wie ich ihn vertilge. Dann ist er aus dem Spiel. Das große Königreich der Franken ist wieder vereint. Mächtiger als je. Ich habe beschlossen, euch einen Teil meiner Macht zu übertragen. Auf die Knie. Sie haben nur gewartet, bis ich stumm und blind bin, um sich einen neuen Papst zu wählen. Aber du warst der Papst. Sie hätten dich nicht abwählen können. Doch, wenn ein Papst verstümmelt ist, können sie das. Du gibst dich nie zufrieden. Sieh dir die Karte an. Um Rhein und Donau zu verbinden, genügt ein Kanal von 2000 Fuß. Sieh sie dir an. Überleg dir, was das für den Handel heißt. Ein Kontinent unter meiner Kontrolle. Es ist nicht so sehr seine Persönlichkeit, die beunruhigt, sondern sein wachsender Einfluss auf seine Heiligkeit. Und was geschehen wird, wenn... Nun, wenn wir ihn gewähren lassen. Er scheint mich schlecht zu kennen. Ich habe eine ganze Armee vor den Toren der Stadt. Eine Armee, die euch nichts nützt. Ihr könnt die Stadt belagern, König Karl, aber ihr sollt wissen. An dem, was geschehen muss, kann keiner etwas ändern. Pippin von Gottes Gnaden, König von Italien. Ich habe deine Söhne gesalbt, weil du der Einzige bist, der die Kirche gegen die Gottlosen verteidigen kann. Wen meint ihr? Die Sachsen. Wen sonst? Ich bin Karl, König aller Franken. König, das ist die Fahne der Festung von Huesca, der letzten maurischen Bastion zwischen Barcelona und dem Atlantik. Spanien gehört euch. Diese Krone, die ich von nun an trage, ist das Symbol dieser Einheit.